Die Euroregion Elbe-Larbe reicht von Rudnitze in Nordböhmen bis zur sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Rund 1,3 Millionen Menschen leben auf beiden Seiten der Grenze, verbunden durch die Elbe und viele gemeinsame Projekte der Euroregion EEL. Das Hauptziel aller EEL-Projekte ist, dass Grenzen verschwinden, dass Menschen miteinander zusammenrücken und wir gefühlt eine Region sind nicht mehr von administrativen Grenzen und Ländergrenzen sind ja relativ hohe administrative Grenzen, diese weggenommen sind. Ganz wichtig ist, dass gerade man bei der Jugendprojekten anfängt. Wenn man als junge Menschen miteinander aufwächst, gemeinsam Ferienerlebnisse hat oder gemeinsam Exkursionen macht, gemeinsame Projekte gestaltet, dann wächst man ganz anders zusammen. Zur Förderung dieser Projekte stellt die Europäische Union viel Geld zur Verfügung. Seit 1992 wurden auf dem Gebiet der Euroregion mehr als 1000 Projekte zu Gesamtkosten von über 170 Millionen Euro durchgeführt. Noch bis Ende 2013 können Vereine und Institutionen Mittel aus dem sogenannten Ziel-3-Förderprogramm beantragen. Erfolgreich waren bisher Infrastrukturprojekte, aber auch Kulturevents und Jugendbegegnungen. Mir ist aber auch wichtig, dass wir in Bereichen, wo wir heute eher schwächer aufgestellt sind, die meine eigenen Heimatbereiche in meinem Aufgabenwirken in der Stadt Dresden sind, dass wir da enger zusammenwachsen. Das sind eben gerade die Umwelt- und Wirtschaftsbereiche. An einem Ziel-3-Projekt muss mindestens ein Partner pro Land beteiligt sein. Die Vorhaben sollen gemeinsam geplant, durchgeführt und finanziert werden. Noch liegt viel Arbeit vor uns. Neue Ideen sind immer gefragt. Einige unserer erfolgreichen Projekte möchten wir Ihnen hier vorstellen.